Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um ein neues Format, ein Experiment, ein Versuch, den ich gerne starten möchte. In einem der kommenden Videos werde ich diesen Versuch ankündigen. Ich habe da die Reihenfolge etwas geändert, insofern nicht wundern, wenn da nachträglich nochmal etwas zukommt. Im Wesentlichen geht es darum, dass ich gerne Reaction-Videos machen möchte. Ich habe schon mit einigen YouTubern gesprochen, mit einigen deutschen YouTubern. Einige waren etwas verhalten, andere haben gesagt, ja, kannst du machen. Einige waren durchaus positiv eingestellt, also gemischte Reaktion. Ich werde das auch nicht häufig machen, sondern wirklich nur ab und zu, wenn mir eine Uhr, ein Video besonders gut gefällt, ich vielleicht auch eine abweichende Meinung dazu habe oder etwas Ergänzendes dazu sagen möchte. Nur dann wird so ein Video kommen. Und als besonderes Schmankerl gegen Jahresende möchte ich auf mein allererstes Video, was ich auf meinem Kanal veröffentlicht habe, selber reagieren. Diese Reaktion wird ein bisschen ironisch sein. Ich werde mich selber auch ein bisschen auf die Schippe nehmen dabei. Alles das werde ich bei anderen YouTubern so nicht machen. Normalerweise werden diese Reactions neutral sein. Ich werde auf die Uhr eingehen, werde meine Meinung sagen, werde aber kein Video schlechtreden, keinen Kommentar schlechtreden. Das mache ich ausschließlich bei meinen eigenen Videos, wenn mir das auffällt. Es geht also hier nicht darum, wie ich es mache, sondern darum, was ich mache, nämlich auf ein bestehendes Video reagieren. Wenn euch das grundsätzlich gefällt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr Vorschläge habt, auf welches Video ich vielleicht einmal reagieren könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und jetzt geht es auch schon los. Das Thema heute, auf das ich jetzt reagieren werde, ist mein allererstes Video auf YouTube. Willkommen zu meinem ersten Video zum Uhren- bzw. Uhrenwand-Review. Ja, ich glaube, man merkt schon, dass das wirklich mein allererstes Video war, denn meine Sprechweise ist ja hier doch so, als ob ich eine Rolle Schlaftabletten gefrühstückt hätte. Echt katastrophal. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen was zugelernt und meine Videos sind ein kleines bisschen unterhaltsamer geworden und nicht mehr ganz so einschläfernd. Ich möchte heute eingehen auf eine Gattung, die sich mit Textiluhrenarmbändern beschäftigt. Da ich meine Zeit lieber in den Inhalt als die Technik stecke, mache ich das alles ganz simpel, ohne großartige Schwenks. Ja, das ist auch, das kann ich sagen, weil es mein eigenes Video ist, eine ziemlich üble Ausrede gewesen, von wegen, ich will meine Zeit lieber in Inhalt als in Technik stecken. Ich hatte schlicht keine Ahnung, wie es geht und habe deshalb hier alles auf Papier geschrieben und gezeigt. Das ist also so die rudimentärste Form der Einblendungen. Es hat einen gewissen Charme, aber es ist alles andere als professionell. Übrigens, ich stehe nach wie vor total zum Thema des Videos. Ich finde das nach wie vor thematisch wirklich gut, aber die Art und Weise ist echt ziemlich blöde. Wenn ihr übrigens der Meinung seid, ich sollte das nochmal neu machen, mit besserem Ton, besserem Bild, vielleicht meinen aktuellen Kommentaren, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann würde ich das gerne tatsächlich nochmal neu machen aus meiner heutigen Sicht. Live on Tape, keine Schlitte, keine Überblendungen. Ich möchte mich beschäftigen mit den NATO-Bändern, mit den Zulu-Bändern, mit Perlan-Bändern, mit Erika, mit Stuart und mit Canvas. Anfangen möchte ich mit dem Band, was der Gattung den Namen gegeben hat, dem NATO-Band. Das NATO-Band dürfte den allermeisten bekannt sein. Es ist ein Band, welches unter der Uhr durchgeführt wird, sodass selbst beim Bruch eines Federsteges der andere Steg die Uhr am Band hält. Es gibt die Sicherungslasche und am Arm ergibt das
den typischen Look des NATO-Bandes. Ja, also an meinem Arm sieht man, dass ich da etliche Kilos weniger hatte als heute. Also da lag mein Handgelenksumfang bei 16,5 ungefähr. Jetzt liege ich bei 17,1, 17,2. Also ich habe da doch leider etwas zugelegt und hier sieht man noch, dass mein Arm deutlich dünner ist. Die Uhr habe ich übrigens nicht mehr, aber interessanterweise habe ich den Stift immer noch, beziehungsweise den Zeigestab. Das ist für alle die, die es genau wissen wollen, ein nicht gebrauchtes S-Stäbchen vom Chinesen, vorne angespitzt und mit roter Farbe lackiert. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, zwei Sachen, einfach so, was ich an Feedback bekommen habe. Viele Zuschauer haben mir geschrieben, ich soll, wenn ich sowas mache, doch Handschuhe anziehen. Meine Hände wären nicht besonders schön. Als ich dann Handschuhe angezogen habe, hat die andere Hälfte geschrieben, was ich denn für ein Schnösel sei, für solche Uhren Handschuhe anzuziehen. Ich meinte wohl, ich sei was Besseres. Daraus gelernt habe ich, ich kann es keinem recht machen oder zumindest nicht allen recht machen. Also mache ich so, wie es mir am liebsten ist und habe daraus meine Lehre gezogen. Und ein weiterer Kommentar war ausgerechnet von meinem Patenkind, ob ich blöd mal nicht den Tisch gerade stellen könnte, die querlaufenden Linien würden total verwirren auf dem Bild. Interessant, auf was alles geachtet wird. Hätte ich zu dem Zeitpunkt niemals dran gedacht. So sieht das NATO-Band aus. Es gibt es in unterschiedlichsten Qualitäten, in unterschiedlichsten Farben. Man erkennt verschiedene Qualitäten an der Dicke des Bandes. Auch daran, ob das Band wie hier nur geschweißt ist oder ob es noch zusätzlich abgenäht ist. Es gibt von Sicherheitsgurt bis zu diesem einfachen Material, so ziemlich jedes Material. Und die Preise bewegen sich. Der Ton ist übrigens mit dem iPhone-Mikrofon ohne externes Mikrofon aufgenommen. Ich habe es bei mir im Wohnzimmer aufgenommen, was viel mehr hallt als mein Arbeitszimmer. Auch das war ein sehr, sehr langer Lernprozess, bis ich einen Ton hatte, der halbwegs gut funktioniert. Zwischen 5 Euro und weit über 100 Euro, je nachdem von welchem Hersteller man kauft. Insbesondere die Bänder der Markenhersteller, Omega als Beispiel, sind wahnsinnig teuer. Für mich ist es ein Textilband nicht wert, da kaufe ich mir lieber ein gut gemachtes Lederband zum gleichen Preis. Der dicke Bruder des NATO-Bandes ist das sogenannte Zulu-Band. Das Zulu-Band ist ganz ähnlich gemacht wie das NATO-Band. Ja, doch das ist etwas, was mich beim Aufnehmen überhaupt nicht gestört hat, obwohl ich es natürlich unbewusst gehört habe, dass die Uhren beim Ablegen auf den Holztisch doch ziemlich klackern. Auch das war ein Kommentar, das würde dem Tisch schaden, es würde den Uhren schaden, es wäre nicht angenehm zu hören. Also in dem Video habe ich echt viele, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, die ich versuche jetzt im Nachhinein alle zu eliminieren und hoffe, die meisten habe ich eben eliminiert mit Lederunterlage, mit Mikrofon, mit anderem Licht, mit anderer Aufnahmesituation. Aber das war echt wirklich mein allererstes Video, nicht nur was ich für YouTube gemacht habe, sondern was ich überhaupt jemals gemacht habe. Und ich glaube, man sieht und hört es ihm an. Ich springe jetzt mal, ich zeige euch nicht das gesamte Video. Es ist ja noch auf meinem Kanal, wer es sehen möchte, kann sich das gesamte Video anschauen. Ich springe einfach mal, damit es nicht zu lange wird in der Summe. Persönlich mag ich die Zulus nicht so gerne, weil mir die Ringe zu dick auftragen. Und wenn man damit am Schreibtisch oder irgendwo ist, dann störe mich diese dicken Ringe etwas. Bei den Zulu-Bändern gibt es noch eine Besonderheit. Das ist das sogenannte Fünfring-Zulu. Anders als hier ist die Lasche mit zwei Ringen versehen, sodass, wenn man hier oben die Uhr sitzen hat, das Band doppelt geführt wird.
Ja, das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Ich würde heute mir tatsächlich noch mal die Mühe machen, eine Uhr aufzuziehen, weil es einfach die Sache viel besser verdeutlicht. Da hatte ich jetzt, wenn ich mich recht erinnere, einfach keinen Bock mehr, schon wieder die Uhr zu wechseln, obwohl es natürlich für das Video wesentlich besser gewesen wäre, das Ganze Ich mit habe Uhr keine zu Uhr mit zeigen. entsprechender Stegbreite und kann es nicht mit Uhr zeigen, aber ich denke, auch so wird deutlich, wie es getragen wird hier oben. Mit der Stegbreite ist so ein Ding. Man kann das natürlich auch ein kleines bisschen quetschen. Also es wäre sicherlich zeigbar gewesen, aber ich war da an der Stelle, glaube ich, etwas faul. Oben ist die Uhr und dazwischen der Arm. Wie gesagt, die Zulu-Bänder sind wirklich nicht meins, deswegen tue ich das auch mal ganz zur Seite. Es gibt noch neben den typischen NATO- und Zulu-Bändern eine Art von Bändern, die ihr wahrscheinlich alle aus dem Schwimmbad kennt. Das ist das sogenannte Perlanband. Man kann es, glaube ich, ja, man kann es erkennen. Es ist ein Geflecht, was ebenfalls unter der Uhr durchgeführt wird. Es ist im Vergleich zu NATO und Zulu sehr dünn. Hier sieht man die Dicke des Perlenbandes. Hier sieht man die Dicke des NATO-Bandes. Und hier die des Zulus. Der große Vorteil des Perlenbandes in meinen Augen ist, dass es sich durch das Gewebe einfach durchstechen lässt und damit ausgesprochen individuell am Arm tragen lässt. Man ist nicht auf vorgestanzte Löcher angewiesen. Das ist eine ausgesprochen billige und dünne Schließe. Von Eulith gibt es auch viel hochwertige Bänder. Sowohl die Perlen als auch die Zulus bewegen sich im Bereich von 10 bis, ich sage vielleicht mal 25 €. Ja, die Perlon-Bänder sind in der Tat immer noch Bänder, die ich extrem gerne trage, aber nur an kleineren, leichteren Uhren. Denn bei mir muss eine Uhr am Arm doch relativ stabil sitzen und die Bänder sind so dünn, wenn man da eine größere, schwerere Uhr dran hat, fühlt sich das für mich nicht gleichgewichtig an. Also das Band passt da nicht wirklich zur Uhr. Es muss dann schon eine Uhr sein, die nicht zu viel Eigengewicht hat, aber im Sommer absolut angenehm, selbst wenn man drunter schwitzt. Es ist doch dank dieser relativ luftigen Gewebestruktur gut belüftet, trocknet schnell, lässt sich auch mal kurz in die Waschmaschine packen. Ich mag die Bänder richtig gerne, aber wirklich nur an kleineren und leichteren Uhren. Vielmehr sollte man da nicht investieren, wenn man lediglich ein gutes Band haben möchte. Sowohl die NATO-Bänder als auch die Zulu-Bänder als auch die Perlon-Bänder gibt es in einer zweigeteilten Form. Das sind dann die Zweiteiler oder auch Splitbänder. Wie man hier sehen kann, wird das Band nicht hinter der Uhr geführt. Das ist übrigens die erste Uhr, die ich noch habe. Den Itzt M3 und auch die 556 sind mittlerweile beide verkauft. Aber die Uhr, die wir hier sehen, die 7563, die habe ich noch. Es ist im Prinzip wie ein normales Leder- oder Kautschukarmband, nur eben aus dem gleichen Material wie das NATO oder das Zulu. In dem Fall hier doppelt geklebt und vernäht, was dem Band eine angenehme Dicke und Stabilität gibt, sodass es sich wie ein Lederband beinahe tragen lässt. Von der Dicke her hat auch nur die beiden Löcher und den normalen Verschluss und sitzt dann ganz normal auf dem Arm. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Bänder nicht auftragen, sowohl das Zulu-Band als auch das Perlon-Band werden unter der Uhr geführt und führen dazu, dass die Uhr eben um diese Lagen des Stoffes höher am Arm sitzt, als sie es normalerweise tun müsste. Man kann hier, glaube ich, ganz gut sehen, dass es einen Spalt zwischen Uhr und Arm gibt. Das ist genau der Abstand, den diese doppelte Lagestoff hier erzeugt.
Ja, das ist auch was, was mich bei den Zulus insbesondere stört. Nicht nur die dicken Ringe, sondern auch das an sich dickere Band mit der doppelt geführten Lage macht die Uhr doch deutlich höher, als sie sein muss. Manchmal schneide ich den Sicherungsstreifen, den zweiten Streifen ab, was natürlich im Zulu-Band und auch dem NATO-Band ein bisschen den Charakter nimmt, aber dadurch die Uhr etwas flacher am Arm sitzen lässt. Von Mr. B gibt es übrigens ein ganz interessantes Video, wie man ein NATO-Band noch tragen kann und damit die Höhe der Uhr etwas reduziert, ohne diesen Sicherungsschnipsel abzuschneiden. Fand ich super interessant. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch. Ansonsten schaut einfach mal bei Mr. B vorbei. Der hat das wirklich sehr anschaulich gezeigt und seitdem ich das gesehen habe, trage ich alle meine NATO-Bänder so. Das sind die mehr oder weniger die klassischen Bandvarianten. Seit noch nicht allzu langer Zeit gibt es eine neue Variante und das ist das sogenannte Erika-Band oder Erikas Original. Ich möchte noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen. NATO-Bänder und Zulu-Bänder und auch andere Stoffbänder beziehe ich allermeistens bei mirostime.de. Alle die Links, die ich zeige und alle Firmen, mit denen habe ich nichts zu tun. Wir sind nicht verschwägert, nicht verwandt, noch nicht einmal befreundet. Es sind einfach nur die Firmen, die ich gerne nutze und die Links, die ich euch gerne mitteilen möchte. Ich habe mir übrigens auch alle Bänder selbst gekauft, habe da nichts gesponsert bekommen oder sonst irgendwas. Und das ist doch bis heute so geblieben. Alles, was ich euch zeige, ist entweder nur zum Review zur Verfügung gestellt oder von mir wirklich gekauft und teilweise auch anonym im Webshop gekauft, damit gar nicht klar ist, dass ich sie gekauft habe. Die Erika-Bänder findet ihr im Internet unter www.erikasoriginals.com. Erika-Bänder sind ähnlich wie NATOs. Sie werden hinter der Uhr geführt, mit dem Vorteil, dass wenn ein Stück verloren geht, der andere die Uhr hält, sind aber wie ein Ring geformt, sodass man die Hand da durchstecken muss. Und hier sieht man auch schon die Besonderheit des Bandes. Es ist elastisch. Man kann es zu einem gewissen Grad dehnen. Und jetzt kommt der Punkt, vor dem ich mich am meisten gefürchtet habe bei diesem Video. Das habe ich echt tagelang auf dem Sofa geübt, bis ich die Uhr halbwegs unfallfrei mit einer Hand zumachen kann. Das ist echt tricky. Also wer sich ein solches Band zulegt, sollte sich bewusst sein, dass er unter Umständen das Zumachen des Bandes echt ein bisschen üben und trainieren muss. Das Anlegen des Bandes ist immer ein kleines bisschen tricky. Jetzt hat es ganz gut geklappt. Man muss nämlich diesen Haken in die Weitenverstellung einhaken. Und dann sitzt das Band relativ sicher am Arm. Der große Vorteil dieses Bandes ist, dass man es auch am Handgelenk tragen kann und es dadurch, dass es dehnbar ist, jede Bewegung mitmacht, ohne kaputt zu gehen, ohne aufzuspringen. Es sitzt auch vergleichsweise sicher. Ich kann mit einer einfachen Bewegung den Haken nicht aufmachen, weil der Haken relativ lang ist. Ich zeige euch das noch einmal. Der Haken hier ist relativ lang und wird hier eingehakt und hält dann die Uhr vergleichsweise sicher. Es gibt zu diesen Bändern, die relativ teuer sind, die Erika-Bänder gehen bei 50 € los und je nach Ausführung können sie auch deutlich teurer sein. Zu diesen Bändern gibt es eine Alternative. Ja, Erika-Bänder sind ja vor einiger Zeit unglaublich gehypt worden und sind wirklich in beinahe
aller Munde gewesen. Ich habe mir etliche gekauft und kann jetzt nach einiger Zeit sagen, ich trage sie gar nicht mehr so wahnsinnig gerne. Und das hat eben den Grund, genau, dass sie beweglich sind. Das verleiht mir subjektiv immer ein bisschen das Gefühl der Unsicherheit. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe das lieber, wenn eine Uhr relativ stabil am Arm sitzt. Und hier gibt immer irgendwas nach. Vom Kopf her weiß ich, dass das Band hält. Vom Kopf her weiß ich, dass die Uhr nicht runterfallen kann. Und vom Kopf her weiß ich auch, dass das eine der sichersten Varianten ist, das Band zu tragen, weil es gar keine Schließe gibt, die aufgehen kann. Selbst wenn diese Schließe aufgehen kann, habe ich einen zu und festen Ring und die Uhr bleibt in jedem Fall am Arm. Also das ist ganz neutral betrachtet eigentlich die sicherste Variante, eine Uhr zu tragen, gefühlt durch das Nachgeben, durch die Elastizität des Bandes, habe ich im Kopf immer so, oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so fest. Eigenartig, aber das ist genau der Grund, weswegen ich die Bänder über die Zeit betrachtet eigentlich gar nicht so gern getragen habe und auch heute eigentlich eher selten an die Uhren mache. Aus Amerika, das sind die Bänder von The Watch Steward. TheWatchSteward.com. The Watch Steward baut ähnliche Bänder, die sich aber in einigen Punkten signifikant unterscheiden. Hier sieht man schon den ersten großen Unterschied. Das Band wird nicht unter der Uhr entlang geführt, was dazu führt, dass die Uhr weiterhin sehr flach auf dem Arm sitzt und nicht aufträgt. Ihr seht beim Anlegen aber schon den zweiten Unterschied. Ich muss das Band quasi bei jedem Anlegen neu spannen und ausrichten. Es gibt noch einen Unterschied, das sehe ich aber auch jetzt gerade erst, wenn ich es nicht gleich kommentiert habe. Ich habe das Video also vorher mir nicht mehr angeguckt. Ich muss die Schließe mit dem Daumen festhalten. Mit dem Erika-Band war die Schließe am Band und konnte nicht verrutschen. Und hier konntet ihr gerade sehen, wie mir die Schließe weggesprungen ist, wie ich es mit dem Daumen festhalten muss und mit den anderen Fingern versuchen muss, den Haken einzufädeln. Also es ist in der Tat sogar noch komplizierter und etwas schwieriger anzulegen als das Erika-Band. Dafür lässt es sich leichter schließen als das Erika-Band. Das leichter Schließen bezieht sich hier darauf, dass ich die Schließe leichter anheben kann und dieser Haken nicht fest mit dem Band verbunden ist. Aber es ist, finde ich, von der Komplexität der Hand etwas aufwendiger. Dafür, wenn man es einmal raus hat, geht es etwas einfacher. Weil ich diesen kleinen Haken hier etwas anheben kann und dann einhake. Das ist das Watch Steward Band. Das habe ich mir bestellt, weil mir zum einen die Farbe zu der Uhr ausgesprochen gut gefallen hat und weil ich neugierig war. Das Band kostet nämlich nur knapp die Hälfte von dem, was das Erika-Band kostet. Das Erika-Band kostet ab 50 Euro aufwärts und das Band von The Watch Steward inklusive Porto knapp 30 Euro. Es ist qualitätsmäßig von der Dicke, von der Elastizität durchaus mit dem Erika-Band vergleichbar, aber es gibt zwei Punkte, die mir bei dem Watch Steward-Band nicht so gut gefallen. Das ist zum einen die Tatsache, dass das Band dreilagig auf dem Arm liegt und dass es keine Führung auf der ganzen Länge gibt. Ihr seht es, das Band kann sich also verschieben und je nachdem, was für Kleidung man trägt, rutscht die obere Lage. Und es wird sich immer einpendeln. Selbst wenn ich die untere anziehe, ist die obere immer ein klein bisschen beweglich. Und ich weiß nicht, ob es auf dem Video rüberkommt, man hört es sogar. Also dieses Verschieben des Bandes, das hat mich so dermaßen genervt, dass ich das Band, ich glaube, jetzt schon anderthalb Jahre nicht mehr getragen habe. Ich finde das furchtbar, dass das Band so verrutscht und je nachdem, ob man ein langes Hemd oder Pulli anhat, es sich sogar zum Teil mit der Kleidung ein bisschen verhakt, weil man natürlich zum einen die Öse der Weitenverstellung hat und dann noch den Metallhaken, wo eingehakt wird. Für mich ist das echt nur ein Band für
kurzärmelige Tage im Sommer, im Frühling, wenn es warm genug ist. Sobald man irgendwas Längeres drüber hat, nervt mich das bodenlos. Das ist aber nicht so schlimm. Unangenehmer finde ich, dass der Haken beim Watch Steward deutlich kleiner ist als beim Erika-Band und man mit relativ wenig Aufwand das Band öffnen kann. Es fällt nicht vom Arm, weil es einen Ring bildet, solange die Federstege halten. Aber ich finde es nicht ganz so schön. Es lässt sich leicht schließen und entsprechend auch leicht öffnen. Das Erika-Band war so leicht nicht zu öffnen. Vielleicht verhält es sich anders, wenn man die Schließe an einer anderen Position hat, aber ich mag es gerne, wenn ich keine Metalle direkt unter dem Arm habe, wenn ich den Arm ablege. Das war der Vergleich zwischen The Watch Steward und Erika. Na, es gibt schon noch einen weiteren Unterschied. Dadurch, dass The Watch Steward nicht unter der Uhr hindurchgeführt wird, verliert man die Uhr, wenn man einen Federsteg verliert, weil einfach der Ring aufgeht und die Uhr runterfällt. Beim Erika geht das Band selber ganz um den Arm herum und die Uhr bleibt an dem einen Federsteg hängen. Von The Watch Steward gibt es noch eine andere Variante, die möglicherweise dieses Problem nicht mehr hat. Ja, wieder klasse, oder? Keine Ahnung, wie man Bilder einblendet. Ich konnte also zu dem Zeitpunkt weder Titel einblenden noch Bilder und hatte nicht mal einen Farbdrucker, sondern habe hier schwarz-weiß gedruckt. Ich meine, man sieht alles, aber es ist auch nicht so, dass es nicht mit wenig Aufwand besser geht. Das hier ist das Band, was ich habe, mit der doppelten Führung, der kleinen Öse, dem kleinen Haken und hier, je nach Armumfang, etwas kleiner, die dreilagigen Bänder. Es gibt noch die Minimalist-Serie. Dort wird das Band am Federsteg umgenäht, sodass man hier nur eine Bandführung hat. Eine ähnliche Weitenverstellung wie beim Erika-Band. Ich zeige das nochmal. Im Vergleich, hier ist das Erika-Band. Das Band wird dann durch den Federsteg geführt, sodass man hier eine doppelte Lage hat. Und der Haken geht, wie beim Erika-Band, in diese auf dem Band aufliegende Öse. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Video kommentiert habe, aber ich finde es heute noch hässlich, dass ich auf der einen Seite einen umgenähten und damit quasi festen Anstoß habe, auf der anderen Seite einen umgeschlagenen Anstoß durch das Band. Das sieht optisch ganz anders aus und also für mich sieht das einfach unfertig aus. Ich finde das Band optisch echt nicht toll. Egal, wie gut es vielleicht ist, ich finde es optisch wirklich nicht überzeugend. Anders als bei dem normalen Watch Steward Band, wo der Haken deutlich leichter geht und auch leichter rausspringt. Wie gesagt, das ist das klassische Watch Steward Band. Das ist die Minimalist Serie. Wie sich die trägt, weiß ich nicht. Auf dem Bild sieht es aber fast so aus, als wäre der Haken ähnlich knapp wie beim regulären Band. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieser Haken relativ leicht aus der Öse rausspringt, es sei denn, man trägt das Band sehr, sehr straff. Nachdem ich jetzt nochmal drauf geguckt habe, bin ich gar nicht so sicher, weil bei dem Minimalist der Haken ja auch in die Weitenverstellung eingehakt wird und nicht in eine frei schwingende Öse. Vielleicht gibt es hier so eine Art Klemmwirkung durch das unter dem Haken verlaufende Band. Vielleicht ist das sogar ein bisschen stabiler. Ist mir aber auch jetzt aufgefallen beim wiederholten Draufgucken auf das Video. So, das Letzte, was ich euch zeigen möchte an Textilbändern, ist das Canvasband. Man kann hier sehen,
Es hat eine andere Struktur und man kann das Band mit Nagelfeile oder einer Holzfeile oder einem Bimsstein dazu bringen, sehr gebraucht auszusehen, auch wenn es im Prinzip eigentlich noch ganz neu ist. Das ist auch klasse. Hier gebe ich Tipps, wie man ein Band künstlich altern kann. Und vor 9 Monaten, 10 Monaten, irgendwie um diesen Dreh rum, habe ich ein Video gemacht, wie man ausgefranste Canvas-Bänder ein bisschen reparieren kann, dass sie nicht mehr ganz so gebraucht aussehen. So ändern sich die Ansprüche über die Zeit. Diejenigen von euch, die bei der Bundeswehr waren, die werden das Material des Bandes vielleicht noch von den entsprechenden Rucksäcken und Gürteltaschen kennen. Alle Bänder, die ich euch gezeigt habe, sowohl das Canvas-Band als auch das Perlan-Band, ebenso wie das NATO-Band, auch das Split-NATO-Band oder das Band vom Rod Stewart oder auch das Erika-Band, sind alle sehr strapazierfähige Bänder. Sie sind wasserfest, trocknen relativ leicht und mit Einschränkungen für das Erika-Band gültig, auch vergleichsweise günstig zu ersetzen, wenn sie einmal kaputt sind. Ich hoffe, dieser kleine Review hat euch Freude gemacht. Danke fürs Reinklicken und ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, das war also mein allererstes Video und das ist das, was ich heute dazu zu sagen habe, sowohl zu meinen eigenen videografischen Fähigkeiten, die natürlich immer noch weit von perfekt oder auch nur gut entfernt sind, aber hoffentlich etwas besser geworden sind. Und ich glaube, ich habe auch inhaltlich meine Meinung in einigen Punkten revidiert bzw. weiterentwickelt. Also für mich war es selber echt interessant, nochmal zu gucken, was ich damals gesagt habe, wie ich die Sache damals gesehen habe, wie ich sie heute sehe. Schreibt mir bitte unbedingt gerne in die Kommentare rein, wie ihr so etwas findet, ob ich meine eigenen alten Videos kommentieren soll, ob das Sinn macht und auch, ob ich eventuell Videos anderer YouTuber auf eine ähnliche, respektvolle Art und Weise kommentieren soll. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.